Erde hat mich wieder. Der letzte Aufenthalt auf dem Planeten liegt lang zurück. Damals war ich Direktor hier in diesem Haus. Die Kunst, sie blühte damals im Verborgenen noch an vielen Orten, ward von jedermann verstanden und nicht diktiert von Kunstexperten oder Dilettanten. Deshalb stieg ich herab aus goldenluftigen Gefilden. Doch je näher ich der Erde hier entgegenflog, umso länger wurde mir die Zeit. Die Langeweile der Menschen hier fühlt ich bis dort oben. Was sah ich durch die Sterne, selbst in der Dunkelheit? Baumleere Straßen, gesäumt von Häusern, großen Würfeln gleich, grau in grau und eins dem anderen gleich. Dazwischen dröhnen laute, gleißende Karossen, stinkend, ohne Pferde, pfeilgeschwind, erbarmungslos dem, der sich in die Quere stellt, zerschneiden sie die wunderbare Nacht und brauchen allen Platz, der einst den Bäumen und Gehöften hier gehörte. Ach, dass für jede Dummheit sich immer einer findet, der sie macht. Drum, nicht allein trat ich die lange Reise an. Das Kästchen hier machte mir Mut. Von einem guten Freunde, Professor Spallanzani, einst erdacht und auch gebaut. Olympia, die er auch ersann, ist längst nicht mehr. Doch wie ein Wunder hat dies Werk durch all die Wirrnisse der Zeiten überlebt. Es kann in 7 Sprachen schweigen, kann auch mit Blinden über Farbe reden. Es ist von Träumen voll, die wir uns haben stehlen lassen, und voll Phantastereien, welche die Zukunft erst noch träumt. Und dann die Welt in andere Farben bringt. Doch nun zur Sache, wenn's beliebt, öffne ich diese Tore hier. Erklingt Musik. Von ihr getragen wird ein Zehengänger, groß, beflügelt, wie Pegasus, den man von hier vertrieb. Der Träume leichte Schwingen tragen dieses Tier, ein Phantastentänzer, der längst ausgestorben. Er brachte einst die Träume der Gestalt, wie wir sie nicht mehr kennen. Doch, pscht, sehen Sie ihn selbst, unseren Flieger.
Sie konnten es sehen. Dies kommt nicht nur im Reich der Träume vor. Und das Folgende auch nicht. Was sich im Weiteren nun ankündigt, ist kleiner, bescheidener, charmanter, ist liebenswert, sensibel, ist anmutig, natürlich musikalisch. Ihr Name gilt als Schimpfwort. Ach, Sie erraten es nicht? Und, nein, dich habe ich damit nicht gemeint. Auch wenn es mich freut und überrascht, dich hier zu sehen nach all den Jahren. Lass dich anschauen. Nein, Detlef, du hier? Oh, grau bist du geworden. Und einige Federn hast du auch gelassen. Aber immer noch der Alte. Ein Wunder nach all den Jahren hier. Wie hast du das... Geht jetzt nicht. Tut mir leid. Ich bitte dich, geh jetzt. Schon viel zu lange sind wir hier unterbrochen. Früher war er mein Reitstrauß. Als Detlef älter wurde, küsste ihn die Muse. Oder er meinte es. Kurzum, sein Metier wurde das klassische Ballett. Er übte Tag und Nacht an der Stange. Aber es reichte nur bis zum Tingeltangel. Später, als ich meinen Dienst hier quittierte, war er wieder Statist in diesem Hause. Ach, eine der vielen traurigen Theaterschicksale. Ja, aber ich meinte ihn natürlich nicht mit der Ankündigung liebenswert, sensibel, anmutig. Die Art des Tierchens, welche ich nun vorstelle, wird als Mastvieh oft gehalten, um anspruchsvolle Gaumen zu verwöhnen und satte Bäuche noch dicker zu machen. Der Braten mit Wein und Lorbeer trefflich zubereitet, mundet. Ich gestehe es. Floßfriede ist der Name unserer Tänzerin. No? Schon erraten?
Seit der Bekanntschaft mit Floß Friede schmeckt mir Gänsebraten und Pastete nicht mehr. Ich freue mich mit Ihnen auf eine Zugabe. Floß Friede hat ihre Schwestern mitgebracht. Agathe und Brangäne. Applaus für unsere drei Grazien. Grazien sei Dank für die wundervolle Darbietung. Ja, was bliebe uns ohne die Musik, den Tanz, die Kunst und die Natur mit ihren herrlichen Geschöpfen? Ihr Rätsel ist unendlich. Ach, könnten wir sie doch verstehen, begreifen. Ihr würdet die Natur nicht plündern und mit Füßen treten. Der Preis, den ihr dafür bezahlt, ist hoch, sehr hoch. Doch zu... Detlef, du störst. Bitte nicht jetzt. Später dann. Was du willst, aber das geht doch nicht. Das bringt ja alles durcheinander. angerichtet hast. Was sollen nur die Leute sagen? Schäm dich! Also gut, dann tanze halt in Gottes Namen. Ist alles vorbereitet? Auch die Musik? Das wird ja fürchterlich. Nun, was ich befürchtet habe, ist eingetroffen. Detlef will tanzen. Die Gänse müssen ihn stimuliert haben. Bist du soweit, Detlef? Thank you.
Ja, Sie haben ihn gesehen, den sterbenden Schwan. Doch Gott sei Dank nun zu anderer Qualität. Folgen Sie mir jetzt in die Natur, doch nicht ohne die Kunst. Ja, die beiden scheinen sich zu fliehen und haben sich, eh man es denkt, gefunden. Ich meine hier die Kunst des Tanzes. Schreiten wir nun in weiten Zügen durch die Gezeiten der Jahre, beginnend im Lenz und endend im Winter. Doch Tanz nicht ohne Musik. Ach ja, sie war die Liebste aller Künste mir. Die Sprache hört dort auf, wo die Musik beginnt. Sie lässt die erstarrten Meere in uns wieder fließen. Lassen wir uns tragen von der Musik und folgen einer Wanderung in die Gefilde verklärter Natur. Thank you.
Das Wahre ist nicht immer schön, doch das Schöne in der Kunst immer wahr. Und diese Wahrheit genieße ich. Ja, länger wäre ich gern geblieben. Ja, jedes Ding hat seine Zeit. So hat auch die Stunde des Abschieds unter Barkarolen geschlagen. Ich hoffe, dass es Kurzweil war. Vielleicht, wenn das Geschick es will, so komme ich wieder. Ich kehr zurück in das Gefild der Träume. Der Worte sind genug gesagt. Wer kann was Dummes, wer was Kluges sagen, was nicht die Vorwelt schon gesagt. Drum mach ich's kurz. Doch einen Rat noch. Forscht nicht so viel. Des Lebens Rätsel bleibt. Denkt an die Kunst. Vergesst die Träume nicht und macht sie wahr. Denn die Wissenschaft ist mächtig, aber der Kunst stehen die Engel bei. Danke, 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 herzlichen Dank.